Jeden Morgen weckt ihn eine Stimme und denkt sofort an seine Geldprobleme. Er wird langsam zum Alkoholiker. Jeden Morgen betrinkt er sich mit Wodka, Whisky und Sekt. Er denkt dann nicht an seine Geldprobleme. Als erstes trinkt er ein Glas. Dann noch ein Glas. Er hört immer seine Lieblingsmusik, macht sie auch immer an. Und guckt aus dem Fenster und erinnert sich an früher, wo alles noch gut war und keine Geldprobleme hatte. Deswegen trinkt er jetzt Sekt. Er guckt auch gerne seine Lieblingssendung. Sie läuft jeden Tag um 18 Uhr. Und dann guckt er wieder aus dem Fenster und sagt, so kann es nicht weitergehen. Er geht in sein Computerzimmer. Und guckt auf die Stadtkarte. Und da fing alles an. Er plant einen Raubüberfall auf einen Kiosk. Er saß sich an den Laptop und da sah er muss es tun. Er hat einfach zu wenig Geld auf seinem Konto. Er ging nach unten und will sich umziehen, denn er will nicht, dass man ihn erwischt. Dann hat er sich umgezogen in ganz schwarz und ging wieder nach oben. Und ging in die Garage. In der Garage hat er viele Sportwagen von früher, wo er noch viel Geld hatte und sich sowas leisten konnte. Doch jetzt ist es leider nicht mehr so. Er will keinen seiner Sportwagen kaputt machen. Deswegen geht er raus aus der Garage. Denn er hat zwei. Und dann
Nur wieder rein in die Garage. In die zweite. Jetzt war er in der zweiten Garage. Und da fand er ein Auto, was er nicht mehr braucht. Er hörte gerne seine Lieblingsmusik beim Autofahren. Das gibt ihm Kraft, diesen Raubüberfall durchzuziehen. Turn it up, go down your motherfucking door. Überfallen und hatte viel Geld. Doch die Polizei war da und er schoss sie ab. Es explodierte alles und es explodierte. Es war schrecklich. Er stieg in das Auto und haute ab. Zu Hause angekommen, zieht er sich um. Denn er will nicht mehr in diesen Klamotten drin sein. Er lässt sich viel Zeit beim Anziehen, denn er kann sich nie entscheiden. Dann geht er duschen.
Nach dem Duschen kauft er sich ein Auto. Und er betrunk sich schon wieder. Aber nur ein Glas. Er war jetzt reich. Er konnte sich alles leisten. Er ging in seine Garage. Denn er wollte sein neues Auto ausprobieren, den er sich gekauft hat. Das ist das goldene Auto. Und in diesem Auto fährt er jetzt im Luxuskleiderladen. Und er kann sich alles holen, was er will. Er war beim Luxuskleiderladen angekommen und packte sein goldenes Auto. Dann ging er in den Laden rein und kaufte sich Klamotten. Doch wie immer kann er sich einfach nicht entscheiden, was er sich holen sollte. Er suchte nach Hosen, T-Shirts und guckte und guckte, doch er fand einfach nichts und guckte weiter. Dann ging er zur Kassiererin und fragte, ob sie ihm helfen könnte. Dann hat er auch schon was gefunden, was er sich geholt hat. Er hat sich einen weißen Smoking geholt. Und so sieht das Leben eines Reichen aus? Naja, denkt er sich. Besser als Geld. Er fuhr mit dem goldenen Auto zum Stripclub. Er war angekommen und betrank sich schon wieder. Er ging an die Bar und hat sich ein Whisky bestellt. Erst einen, dann wollte er noch einen und den hat er auch bekommen. Dann ging er nach unten. Da sah er eine Frau. Die Frau fragte ihn, ob er Lust auf einen Tanz hatte. Und da sagte er natürlich, ja. Sie ging in den Nebenraum. Er genießte die Show. Und so ist das Leben. Doch dann geschah es. Dann geschah es. Er wurde erschossen vom Freund vom Kioskbesitzer.